Schlechte Nachrichten für Werder Bremen. Fabio Chiarodia wird das Team verlassen. Verstehen Sie jetzt, warum das passiert. Aber zuerst, wenn Sie die neuesten Nachrichten von Werder Bremen nicht verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt diesen Kanal. Wir bringen täglich Neuigkeiten über Werder Bremen. Dieser Wechsel ist äußerst schmerzhaft, auch wenn es einen finanziellen Trost gibt. Fabio Chiarodia verlässt den SV Werder Bremen und wechselt zum Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach. Der 18-Jährige macht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch. Der gebürtige Oldenburger mit italienischen Wurzeln könnte für eine feste Ablösesumme von 2 Millionen Euro wechseln. Mehrere Vereine bemühten sich um einen Kompromiss, auch aus dem Ausland. Und das nicht zum ersten Mal. Vor einem Jahr hatte Werder Bremen große Schwierigkeiten, den italienischen U19-Nationalspieler zu halten und konnte den Vertrag nur mit der Aufnahme einer Ausstiegsklausel verlängern. Fabio Chiarodia gilt als eines der größten Defensivtalente Europas. Für Werder Bremen spielte er einmal in der zweiten Bundesliga und dreimal in der ersten Bundesliga. Er brach gleich mehrere Rekorde. Mit 16 Jahren und 188 Tagen ist er Werders jüngster Werder-Profi seit seinem Debüt im Dezember 2021 beim Auswärtsspiel in Regensburg. Mit 17 Jahren und 285 Tagen führt er auch Werders Liste der jüngsten Spieler der höchsten Spielklasse an. Es wird keine grün-weißen Rekorde mehr geben, weil er seine Zukunft in Mönchengladbach sieht. Und Sie, ein Fan von Werder Bremen, was halten Sie vom Abgang von Fabio Chiarodia? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Ihre Meinung ist sehr wichtig. Wir sehen uns im nächsten Video.